Heute verbrennen wir mal unseren Müll. Das ist jetzt hier der Müll von 4 Wochen. Noch eine ganze Menge. Und hier wird schon fleißig recycelt. Hört hier. Nike, Maria und Paul. Der Michael, der ist auch dabei. So, Müll ist verbrannt. Es gibt noch ein paar Rückstände, ein paar dicke Dosen, die holen wir dann morgen noch mal raus. Und wir hatten große Wäsche. Leider ging es nicht zu trocknen. Deswegen trocknen wir das jetzt hier bei uns an Bord. Schiff komplett sauber. Habt ihr ja vorher gesehen, da sind ungefähr 5 cm Muscheln dran. Und das sind die ganzen Bewohner, die wir jetzt da verjagen. Tausende Krebse, die richtig schön beißen. Das sieht aus wie ein Fluch der Karibik. Hunderte von Kleinkrebsen. Scheiße, nicht größer sind, dann könnten wir die essen. Ich wollte eigentlich die Bananenplantage finden. Ich habe mich jetzt hier hochgekämpft bis zu dem kaputten Funkturm und wieder ein bisschen runter. Aber es geht nicht mehr. Also die Hitze und das hohe Gras und die vielen Schlingpflanzen und Dornen. Ich bin jetzt hier wieder hoch zum Turm, trinke jetzt was und dann versuche ich den Weg runter zu finden. Ja, und das ist hier der alte Funkturm. Schicke ich nachher noch mal ein Bild von unten, damit man sieht, wo ich war.
Ja, ich habe es nicht geschafft, die Straße zu finden. Aber es hat so gut getan, sich voll zu verausgaben, voll zu schwitzen, durch den Dschungel zu stampfen. Und gut, dass ich den Track aufgezeichnet habe. Sonst hätte ich mich bestimmt fünfmal verlaufen. Man findet also den Weg, trotzdem ich ihn markiert habe, hätte man nicht wiedergefunden. Aber jetzt bin ich unten beim Wasser und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, jetzt der Kopf wieder frei. Und der Tölpel sitzt da immer noch. Der mag das, wie die Annette den Anker hier reinlegt. Nach 4 Wochen unser erster Einkauf auf Contadora und wie ihr an dem Lächeln seht bei der Annette, gibt es auch wieder ein bisschen Obst und Gemüse, Äpfel, Tomaten, Brokkoli, Chorizo, Eier, Mehl und natürlich, weil wir ja Deutsche sind, Toilettenpapier. Und das wird jetzt hier alles da drinne gewaschen. Was hast du da gekauft? Das ist Popcorn. Ich glaube für die Mikrowelle, weil das jedes Boot hat, ne? Bestimmt. Ah, Mikrowellenpopcorn. Sehr schlau. Sehr gut. Ja, also Manuela und Ralf, wir sind heute eingeladen auf der Tanoa ein Bierchen zu trinken und da wollte ich jetzt mal wieder dieses schöne T-Shirt anziehen, was wir von euch geschenkt bekommen haben. Aber wie ihr seht, ist da schon nicht mehr viel dran. Ne? Also das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Ich habe es intensiv genutzt. Ja, wir sind auf der Tanoa. Sein Bierchen. Was ist das für ein Bootstyp? Das ist ein Waram. Waram. Eine Pahi, 42 Fuß. Ja, aus Polynesien. Polynesisches Design, ja. Ah, okay. Sehr gut. 25. April. Wir haben Probleme mit den Batterien. Sie haben keine Kapazität mehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier das alte Ladegerät, der Foxstar 150, nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen schaue ich mir den jetzt mal an. Auseinandergebaut. Ich komme jetzt leider da unten an die Platte nicht dran. Aber da ist irgendwas verschmuggelt. Mal schauen, wie ich da dran komme. Ja, da oben sieht man, dass es durchgebrannt ist. Vielleicht ist auch das Problem, dass unsere Batterien vielleicht Überspannung bekommen haben. Und dass es deswegen nicht mehr funktioniert. Ja, schade. Unser neuer Regler liegt in Deutschland und wartete darauf, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich da oben einen kleinen Draht drauf gelötet. Ich hoffe, dass das nicht jetzt irgendwie eine Überlastsicherung ist. Und jetzt werde ich das mal zusammenbauen und anschließen. 26. April. Also ich habe jetzt hier die Nase bald voll, haben festgestellt, eine Batterie ist defekt. Sind jetzt gerade mal 17 Monate alt, sind AGM-Batterien, aber eine ist
definitiv kaputt. Dann ist vorne im Bad die Lampe rausgefallen. Und zu guter Letzt haben wir schon seit Tagen was im Klo. Und es stinkt wie Hupe. Wie in einer Fischfabrik. Und jetzt kommt er langsam. Jetzt kommt er langsam zu Tage. Da sieht man es. Also da hat sich irgendein Oktopus gedacht, der kommt mal bei uns in die Toilette. Zum Sterben. Ja, und jetzt hat die Annette Spaß, ja. Macht die Annette. Sieh zu, dass sie den jetzt irgendwie herauskriegt. Ist ja schon eklig. Ah, schade, der reißt ab. Ja, war ja klar, dass er abreißt, oder? Naja, du, einfach sind normalerweise die Arme nicht abzureißen, ne? Es ist soweit. Die Annette hat sich heute ein Herz gefasst und möchte von mir frisiert werden. Also momentan sieht sie ja auch aus wie Mrs. Frost. Oh. Das ist nett, sehr nett. Jetzt gucken wir mal, damit ihr mal alle seht, wie das dann vorher ausgesehen hat. Ja, und jetzt geht's los. Allererst macht man natürlich die Haare. Das Wasser steht. So, ich muss natürlich bequem sitzen. Wenn ich nicht bequem sitzen kann, kann ich auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Stühlchen das richtig ist. So. Ja, kämmen geht schon mal gut. Ja, jetzt muss man alles schön gerade kämmen. Also es ist das allererste Mal, dass ich überhaupt jemanden Haare schneide. Also da macht man hier so eine Furche. Eine Furche? Sind die ein Acker oder geht, was? Das geht schon gar nicht, weil die Annette wird nämlich ganz komischer. Ja. Dann. Mach nicht zu viel ab, weil du sicherlich noch nachlegen wirst. Bleib sitzen! Harry machen. So, der erste Ehestreit beim Haare schneiden haben wir schon hinter uns. Voll die Mühe, ne? Hallo? Sag mal, so. Und? Nee. Wie, was denn? Was gibt's denn zu meckern? Das ist zu kurz hier vorne. Zu kurz? Zu voll kurz da vorne. Du hast gesagt, so viel. So, jetzt halt ja, mal die Haare wachsen, hoch. Ja, Gott sei Dank. Halt mal die Haare hoch vorne. Halt mal die Haare hoch vorne. So, also es ist genau so, wie du es haben wolltest. Okay. Jetzt guck mal dreh dich mal um. Das hier, das da. Ja. Das ist noch ein bisschen lang. Ah, das ist schon gut. Da kann ich dann noch ein bisschen schneiden. Ja, wunderbar. So, ihr habt es mitgekriegt. Wir müssen da noch mal ran. Zeig mir mal genau das hier. Haar. Welches denn? Hier? Ja, habe ich einen Spiegel? Kann ich das jetzt sehen? Hier so. Wie viel weniger? Thank you.
mehr Esche. Jetzt kommt größere noch. Super, mein Schatz. Ja, bring es zum Boot. Ach, schade. Alles voller Fische. Ein Kolibri bei uns an Bord. Richtig so schön grün. Das ist scheinbar hier die große Badewanne der Pelikan. Denn da? Die müssen irgendwie kleine Fische hochjagen, oder? Ja, irgendwas müssen sie jedenfalls da zu fischen finden, sonst werden sie nicht erfüllen. Roman und ich sind auf Expeditionstour. Das hier ein altes Flughafengebäude. Super gemacht, alles da, Neonlampen, Fenster, isoliert, aber nie in Betrieb gegangen. Das ist das Flugfeld, riesig breit, also ich weiß nicht, was hier mal landen sollte. Fledermäuse, die haben wir wohl jetzt geweckt hier. Hoffentlich übertragen die kein Corona. Ist eigentlich viel zu hell hier für Fledermäuse, oder? Eigentlich ja. Es ist schon verrückt. Bananen haben wir schon mal geerntet. Ein Fischernetz habe ich, die Rucksäcke und eine Staude. Das ist unsere Ausbeute. Sogar einen Mangobaum entdeckt. Da sieht man den erfahrenen Bananenbauer. Der weiß, wie er seine Stauden abtransportieren kann. Sprengfalle. Ja, hat irgendeiner was gebaut? Aber nicht, was das sein soll. Und wenn so eindeutig Fallen, da unten liegt ein Maiskolben und wenn da dran gezogen wird, dann fällt die Platte runter. Das ist unsere Ausbeute. 6
Mangos. Die sind noch nicht reif, aber die sollen auch so sehr gut schmecken und reifen auch nach. Leider nur eine Papaya, aber ein Haufen Bananen, verschiedene. Plantanen, Green Fingers und noch eine andere Sorte. Und ein Wunderköder haben wir auch gefunden. Der wird uns hoffentlich wieder zu ein paar Wahus verhelfen. Die Annette, die hat hier dieses hervorragende Brot gebacken in der Zeit. Bist du zufrieden? Hoffentlich. Sieht man, wenn man es anschneidet. Ah. Da sind wieder mal Tausende von Vögeln. Was machen die denn da? Wahnsinn, und die nimmt gar kein Ende. Der 1. Mai 2020. Es ist wirklich schon wieder Mai. Unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Und Onkel Bernd, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Prost! Auf dein Wohl! Wir können leider nicht mit Willi anstoßen, aber ich habe einen kleinen Whisky und die Annette hat einen kleinen Rum. Prost! Heute zum 1. Mai gibt es Sandwich mit Käse, den haben wir nämlich gekauft gestern. Ja, und das ist doch den Abfall, das ist nicht schön. Ja, das ist natürlich echt Mist. Aber das nächste Mal machen wir mal gemeinsam Müll verbrennen. Ach so, weil ich ihn produziere hier, ja, oder was? Ja, du machst hier so einen Müll. Was bestellst du sowas? Ich hab das noch nicht bestellt. Ja. Ich hab das im Stück bestellt. Ja, aber das weiß man doch hier in Panama. Nee, ich hab das auch schon im Stück gesehen. Übrigens hat so ein Stück Käse $20 gekostet. Aber wie man uns gesagt hat, hält er sich 5 Jahre. Wahrscheinlich ist ohne der, Kühlung. Wahrscheinlich ist der auch aus Plastik. Wahrscheinlich ist das gar kein Käse, das ist... Ja, Chemie. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. So, heute geht es an den Strand. Der Roman will uns ein neues Cover für unser Dinghy machen, damit sich das nicht wieder so auflöst. Wir sind hier an der Südseite von Viveros. Super Strand hier. Aber da werden wir jetzt irgendwo da hinten das Dinghy hochholen. Und dann zeige ich euch mal, wie man so ein Cover macht. Und da liegt die Limelight und die Tanoa. Und da schön im Schatten kriegt unser Dinghy sein Cover. So, heute komme ich endlich mal dazu, die Steigeisen auszuprobieren. Da will ich nämlich oben auf die Palme hoch. Mal gucken, wie das hier. Ob die überhaupt an meine Füße passen hier, wie man das so macht, keine Ahnung. Ich mache das ja jetzt hier zum allerersten Mal. Das schön halt hinten. Oh ja, das sieht gut aus. Den Seil werde ich das mal probieren. Zeige ich euch das mal. Zeige ich euch das mal. Das hier sind die Steigeisen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, so geht's nicht. Nein.
Teil. Der Baum, der nicht zu dick ist. Das geht nicht. Also bei der Palme funktioniert es nicht, weil sie zu dick ist. Da passen die Steigeisen nicht rum. Kacke. Muss also ein Telefonmast sein. Ja, Papa. Gute Idee. Aber es geht nicht. Ja, das geht. Das geht, aber der Baum muss dünner sein. Funktioniert, aber nicht bei dicken Bäumen. Fünf Minuten am Strand, ein Sack voll mit Müll. Das werden wir jetzt hier alles verbrennen nachher. Und das ist die Annette in ihrer Robinson-Kleidung. Ja. So, jetzt ist der Müll dran. La brésine souffle.